Was bisher geschah bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Eines Morgens geht ein seltsamer Wind. Es heißt, zu dieser Jahreszeit würde immer die V-Welle wehen. Dann kommt plötzlich etwas vom Himmel herabgeschossen. Tada! Victini ist da mit seinem, sagt es alle, V-Roulette! Ein letztes Mal. Lasst uns nie wieder darüber sprechen. Nicht wahr, Victini? Genau. Stefoli, kommen wir zu dir. Wir haben endlich alle Baumaterialien, die wir brauchen. Also lass uns das Grundstück erschließen. Was soll dort entstehen? Naja, so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Wir können uns nur für die saftige Wiese entscheiden. Aber das dürfte es erstmal tun für den Anfang. Alles klar, ich werde daraus Folgendes machen. Saftige, was auch immer. Einverstanden? Ja, bin ich. Dann legt mal los, ihr drei. Der Abschnitt wurde erschossen zu saftige Wiese. Damit wäre die Erschließung abgeschlossen. Mach dir doch besser später selbst ein Bild davon. Deine allererste Erschließung. Entschuldige, aber ich werde gerade von meinen Gefühlen übermannt. Also, lass uns feiern. Ich werde dir Baumaterial zur Erschließung eines Sinnelbeerenfelds geben. Hier! Ein Sinnelbeerenfeld ist eine Einrichtung, die hier gebaut werden kann. Aber, nun, es tut mir ja leid, aber von hier aus kann ich keine Einrichtung bauen. Willst du eine Einrichtung bauen, musst du das erschlossene Gebiet aufsuchen. Und das dortige Schild untersuchen. Und wir erhalten fruchtbare Erde. Plus eine Sinnelbeere. Plus noch eine Sinnelbeere. Nun, da das Paradies größer geworden ist, können sie sich deinem Team noch mehr Pokémon anschließen als zuvor. Genau das wollte ich hören. Dankeschön. Na, gucken wir uns doch gleich mal unser erschlossenes Gebiet an. Das direkt hier oben sein muss. Hinweis! Auf erschlossenen Bereichen des Grundstücks kannst du Einrichtungen bauen. Willst du Einrichtungen bauen, dann... Ja, dann... Wie Strepoli schon sagte, stell dich vor eines der Schilder und drücke A, um Strepoli herbeizurufen. Du kannst dann auf dem Bereich hinter dem Schild eine Einrichtung bauen. Wenn du also etwas bauen willst, dann drücke A vor einem Schild. Mehr musst du nicht wissen. Ja, das hättest du mir nur einmal sagen müssen, ich verstehe schon. Willst du Einrichtungen bauen, musst du bei Strepoli und Co. vorbeischauen. Strepoli rufen! Du willst hier eine Einrichtung bauen? Ja, möchte ich. Sehr gerne sogar, wenn es dir nichts ausmacht, mein treuer Freund. Was für eine Einrichtung soll gebaut werden? Erledige möglichst viele Jobs, um deinen Paradiesrang und mit ihm auch die Anzahl der Einrichtungen, die du bauen kannst, zu erhöhen. Um Einrichtungen zu bauen, brauchst du Baumaterial und Geld. Baumaterial bekommst du durch das Erledigen von Jobs. Wie wir schon bereits getan haben. Wenn du mehr über eine bestimmte Einrichtung wissen möchtest, drücke L oder R, um ein paar Infos darüber zu erhalten. Ja, auf dem unteren Bildschirm haben wir jetzt ganz viele Möglichkeiten, Sachen zu bauen. Beeren und Samen, einen Losstand. Oh, wir können einen Losstand bauen. Das klingt doch interessant. Bauen wir einen so einen Losstand. Los, ihr Faulpelze, an die Arbeit! Jawohl! Lol, einfach ein paar Mal im Kreis gelaufen, ein paar Mal auf die Wiese gehauen. Und... Tada! Ist jetzt nicht so schön, aber immerhin, ne? Seht es euch an! Geschafft! Die Einrichtung Losstand ist fertig! Und schon trifft ein Pokémon ein, das den Job erledigt. Strepoli hat mir früher mal bei einer geschäftlichen Sache geholfen. Ich habe mich riesig gefreut, als ich erfahren habe, dass er wieder arbeitet. Ich werde auch mein Bestes geben. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Jo, mach ich! Dankeschön! Dann probieren wir doch gleich mal den Losstand aus. Herzlich willkommen beim Losstand! Sofortlose, rubbellose, überraschungslose. Oh mein Gott, habe ich überhaupt Geld dafür? Sieht gar nicht so aus, als hättest du gar kein Los. Ohne ein Los wird das leider nichts mit der Sofortlotterie. Ja, und wo bekomme ich bitte? Okay, das wäre ein 100 Poke-Los. Oh. Sorry, Vegimak, ich bin voll pleite. Kannst du mir nicht einen Rabatt geben? Das wäre voll nett von dir. Ich sehe schon, das wird nichts. Gut, dann muss ich eben mein Sparschwein plündern.
Oder mein Sparspoink vielleicht. Ach, Emolga, du mir sind wieder guter Dinge. Was ist los, Emolga? Dann mal los, ich gebe heute wieder alles. Und du, Dummisel, auch gut dabei? Wie heißt es so schön? Morgenstund hat Jobs im Mund oder so ähnlich. Auf geht's! Ja, auf geht's. Aber erstmal brauche ich Geld. Nur ein bisschen. Ich habe gerade mal 2577 Poker erspart. Also nehmen wir mal 200 mit. Und gehen nochmal zum Losstand. Vielleicht haben wir ja Glück. Herzlich willkommen, das hatten wir schon. Lass uns ein Rubbellos kaufen. Das wäre dann also ein 100 Pokelos. Möchtest du es kaufen? Okidoki. Dann rubbeln jetzt bitte drei Stellen deiner Wahl. Ja, mal wieder eine Sache, die ihr nicht sehen könnt. Ich muss mal kurz an meinen Stift rankommen. Ich kann entweder zwei Sinnelbeeren oder einen Wandelorb bekommen. Also gucken wir mal. Es gibt hier sechs Felder zum Freirubbeln. Ich nehme mal das unten in der Mitte. Da ist nichts. Da nehme ich das oben in der Mitte. Da ist ein Stern. So, welches nehme ich jetzt? Am besten links oder rechts, oben oder unten? Das ist die große Frage. Ich kann euch natürlich auch nicht mal eben einfach so fragen, weil, naja, es funktioniert so leider nicht. Ich nehme das oben rechts. Und es ist ein weiterer Stern. Gewinn! Ein Preisgewinn! Herzlichen Glückwunsch! Konfetti! Möchtest du noch ein Los kaufen? Nö, lass mal. So tolle scheinen die Gewinne ja nicht zu sein, aber was ist ein Überraschungsloser? Welches Los möchtest du kaufen? Okay, wir können hier ein Mini-Überraschungslos kaufen, aber ich lasse es, glaube ich, erstmal. Danke, Vegimark, das war's fürs Erste. Wir werden deine Dienste vielleicht irgendwann später nochmal in Anspruch nehmen. Jetzt allerdings nicht. Denn, wer hätte es gedacht, die Arbeit ruft. Also mal wieder ran an die Jobs. Wo gehen wir denn mal am besten hin? Strafe muss sein. Da geht einer um, der unbelehrbar scheint. Kann er nicht mal irgendjemand aufhalten? Bestrafe Waumboll. Och, Waumboll ist böse? Aber Waumboll ist so ein niedliches Pokémon. Das ist so flauschig wie ein Kopfkissen. Und okay, wir machen diesen Job. Azumarill, wir wissen, wie der Hase läuft. Mal wieder. Lass uns einfach durch das Tor schreiten und unsere Arbeit erledigen. Dankeschön. Willkommen in der Hainhöhle. Was geht hier ab? Knilz! Was heißt Knilz? Tampignon! War nah dran, das ist immerhin auch ein Pilz. Ups, nicht Absorber, das ist ganz schlecht gegen Otaro. Ah, ich habe wieder so viele Möglichkeiten und ich laufe natürlich direkt in die erste Sackgasse, die mir in den Weg kommt. Was soll ich nur machen? Immer diese langen Tunnel und keine Räume. Das schlaucht's voll. Und ja, man kann in den Optionen die Laufgeschwindigkeit erhöhen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Aber wenn wir die Laufgeschwindigkeit erhöhen, dann sind wir so schnell unterwegs, dass ich die Kontrolle über mich verliere. Das ist einfach ein Tacken zu schnell. Schallquap möchte ins Team aufgenommen werden. Nimmst du Schallquap auf? Möchte ich Schallquap aufnehmen ins Team? Ha, wenn ich Schallquap ins Team nehme, dann muss ich ihm wieder einen Namen geben. Wen nehme ich denn da mal? Ich pausiere mal kurz das Spiel und gucke auf meine Namensliste. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt einfach zufällig einen Namen rausgepickt. Du sollst ab heute folgendermaßen heißen. Nicht Schallquap, sondern... Das kann jetzt wieder ein paar Sekunden dauern. Bitte bringt etwas Geduld mit.
So, von heute an soll der Name Two Faces lauten. Ja, ein weiterer Zuschauer von mir, Two Faces 1000. Das 1000 kann ich leider nicht in den Namen aufnehmen, aber ich hoffe, du freust dich dennoch darüber. Und wenn Schallquapp jetzt nicht unbedingt ein Pokémon ist, was du magst, dann tut mir das leid, aber ich muss halt nehmen, was mir auf dem Weg begegnet, ne? Nicht wahr, Schallquapp? Und natürlich werde ich dich auch wieder direkt nach Hause schicken. Und schwupp, weg war er. Das war ein relativ kurzes Vergnügen. So, Yatsuba, jetzt sollten wir aber schleunigst den Ausgang finden. Und unterwegs noch ein langweiliges Kindwurm besiegen. Ach, mein Gott, das hat doch nichts drauf. Yatsuba, steig auf. Famos, Level 13. Und es lernt eine neue Attacke. Bitte was Brauchbares. Wachstum. Kann ich nicht gebrauchen, diese Status erhöhenden Attacken. Oh, KP steigt um 2, Angriff steigt um nur um 1. Och, meine Güte. Verteidigung um 2, Angriff. Gott, super, du hast es irgendwie eher mit der Verteidigung als mit dem Angriff, oder? Kann das sein? Oh, noch ein Kindwurm. Leute, wie wär's mal mit ein bisschen Abwechslung hier? Immer Kindwurm, das ist auch nicht besonders spannend. Die Treppe, 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 Treppe. Hallo, liebe Treppe. Ich hab dich vermisst. Schön, dass du hier bist. Ein weiterer Raum, in dem nichts ist. Und ein Tarnfignon, das 42 Poker aufgehoben hat. Und ein Kind, von das ein Kraftmann aufgehoben hat. Oh yeah, als ich es nicht verkaufen könnte. Ha, da bin ich gar nicht erstaunt von einem Erstauner. Tarnfignon möchte ins Team aufgenommen werden. Eieieiei, okay, dann nehmen wir Tarnfignon eben auch ins Team auf. Bitte wähle einen Spitznamen. Okay, dann nennen wir dich jetzt... Kleinen Moment. Ah, hätte ich fast den Buchstaben vergessen. Kleinen Moment, wir sind gleich fertig. Moritz, ganz sicher? Ja, ein weiterer Zuschauer von mir, Moritz M. Herzlichen Glückwunsch, M. Du bist im Let's Play! Ich hoffe, du freust dich darüber. Und natürlich werde ich auch dieses Pokémon wieder sofort nach Hause schicken. Auch wenn es Level 14 ist, oh, nicht schlecht. Durchaus beachtlich. Moritz ist zum Paradies zurückgegangen. Dort ist es auch viel angenehmer als hier in diesem Dungeon. Voller langer Tunnel und Sackgassen. Ah, aber was will man machen? Wir haben uns dieses Leben ausgesucht. Jetzt müssen wir auch damit klarkommen. Ui, da sind gleich zwei wilde Pokémon. Ein Kindwurm und ein Tarnfignon. Oh, da ist aber wieder jemand rasend. Oh Gott, Kindwurm möchte auch noch ins Team aufgenommen werden. Oh mein Gott, Kindwurm, du willst also auch ins Team. Okay, dann suche ich eben einen passenden Namen für dich raus. So, diesmal habe ich den Namen offscreen eingegeben, damit das nicht so viel Zeit wegnimmt. Dein Name soll ab heute lauten... Joshua, angelegt an meinen Zuschauer Mr. 2 Joshua. Du bist dabei. Oh, ich wollte dich eigentlich sofort nach Hause schicken, aber du hast anscheinend schon mal einen gratis Zug bekommen. Okay. Danke für deine Hilfe, Kindwurm, aber du musst leider zurück. Joshua ist zum Paradies zurückgegangen. Bleibt also nur noch dieses Pilz etwas, dieses Tarnpignon. Ui, ui, willkommen und herein spaziert. Was hast du da Schönes? Plosivsamen, Taubsamen. Alles ganz nett, aber ich bin pleite. Kekleon, verzeih mir. Ich kann es mir nicht erlauben, bei dir einzukaufen. Treppe, 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 where are you? Da bist du! Huh, das ging ja doch relativ fix. Moment mal, zu welcher Etage müssen wir denn nochmal? E5! Dann sind wir ja jetzt so gut wie da.
Rankenhieb aufpoliert. Hast du gut gemacht, Yotsuba. Kümmere dich eben um dieses Skalik. Das wirst du auch schaffen, oder? Yep, hast du gut gemacht. Und noch ein Skalik. Das meine Silberbeere gefressen hat. Du scheiß Vielfraß. Hör auf, meine Items zu fressen. Boah, ich hoffe, dafür wirst du in der Hölle schmoren, du elender Penner. Klaut meine Beeren und frisst sie dann auch noch. So ein unverschämtes Viech! Achtung! Süßes, gefährliches Wurmball ist unterwegs! Was sollen wir nur tun, Yotsuba? Vielleicht angreifen? Wäre eine Idee, nicht wahr? Aber nicht mit Aquaknarre, mit Tackle! Yep, du auch mit Tackle! Und ja, setz Absorber bitte, wenn gegen Yotsuba. Ein Yotsuba kann das gut wegstecken. Nein, ich dachte Spore, nein! Nein! Verdammt! Habe ich Items, die ich werfen kann? Ich habe Plosivsamen, okay. Werfen! Ah, nicht Rasierblatt hier in Mortaro, das ist gemein, das ist voll gemein. Aber okay, Paralyse hat nachgelassen. Können wir wieder Tackle einsetzen? Oh, Wurmball. Kein Wunder, dass du ein gesuchter Verbrecher bist. Du spielst ja nicht gerade fair. Ja, verpflanzt mich auch noch. Saug an meinem Blut. Das, da hänge ich überhaupt nicht dran, weißt du? Geht mein Tackle. Bahn, gehen beide. Rage-Modus aktiviert. Ja, komm, kill mich ruhig. Komm, kill mich. Ich habe einen Belebersamen. Macht mir gar nichts. Siehst du? Dafür bin ich jetzt nicht mehr paralysiert. Jetzt lass uns endlich dieses dämliche Wurmball besiegen. Mein Gott, und ich mag eigentlich Wurmball. Puh, nach ein paar kleinen Anstrengungen haben wir es doch geschafft. Dungeon sofort verlassen. Ach ja. Lassen wir das Limit leben. A job well done. Oh yeah. Es tut mir leid, ich werde mich in Zukunft auch benehmen. Hm, danke, dass ihr dieses fehlgeleitete Pokémon zur Vernunft gebracht habt. Hier ist euer Lohn. 200 Poke. Fruchtbare Erde. Frische Kräuter. Und ein Schlafwurm. Plus 40 Paradiespunkte. Möchtest du den bisherigen Spielstand speichern? Oh, wenn die mir jetzt so kommen, dann heißt das bestimmt, dass jetzt wieder irgendwas Wichtiges ansteht. Ja, ist dann diesmal leider eine recht kurze Folge, aber bevor jetzt wieder eine halbe Stunde Story kommt, das möchte ich mir doch dann lieber für den nächsten Part aufheben. So, ich würde gerne noch irgendwie die Zeit totschlagen, ich weiß aber nicht wie. Auf jeden Fall haben wir heute eine Menge Pokémon gefangen. Nein, nicht gefangen, sie haben sich uns angeschlossen. Und ja, ich hoffe, die Leute, die jetzt in diesem Let's Play mit dabei sind, haben sich gefreut. Und ja, wenn ihr ja auch darum gebeten habt, dass euer Name vorkommt, dann bitte ich doch um ein bisschen Geduld. Ich werde noch weitere Pokémon hoffentlich in mein Team aufnehmen können. Und wenn ihr halt noch nicht gesagt habt, ihr möchtet ein Pokémon sein, dann schreibt es doch in die Kommentare. Dann würde ich euch auf jeden Fall aufnehmen, sobald ich in Zukunft weitere Pokémon gefangen habe. Nun gut, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.